Introducing first, from St. Louis, Missouri, weighing 245 pounds, he is the WWE Champion, the Apex Predator, Randy Orton. Da hatte wohl Justin Roberts auch viel zu sagen. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu WWE 2K14, der TLC-Vorschau. Und welches Match machen wir natürlich? Das, wo momentan gut gehypt ist, das Champion vs. Champion Randy Orton gegen John Cena. Der World Heavyweight Champion und der WWE Championship steht auf dem Spiel und es wird ein Undisputed WWE Champion bzw. Unified Champion geben. Also es wird nur noch ein Welttitel geben, nicht mehr zwei. Das ist die Logik. Und wie es dazu kam, erzähle ich euch gleich. Erst wenn natürlich noch der World Heavyweight Champion rauskommt. Wir warten alle auf ihn. Da kommt er, kommt er schon. Da kommt er. Ja, da ist John Cena, der World Heavyweight Champion. Und ja, muss sagen, am Montag zum Beispiel, wo ja, man ja war, eine ziemlich geile Promo von John Cena. Also John Cena gefällt mir in letzter Zeit richtig stark. Also, er gefällt mir schon. Champion versus Champion. Man sieht es hier wieder. Ja, Champion versus Champion. Beide Titel stehen auf dem Spiel. Und es gibt nur einen Undisputed WWE Champion. Und wer wird's wohl schaffen? Schafft es John Cena oder schafft es der Apex Predator, Randy Orton? Wer wird das Gesicht der WWE? Zu den Statistiken nochmal zu TLC-Matches. Randy Orton hat noch nie ein TLC-Match bestritten. Also das ist quasi sein erstes Mal. Und für, ja okay, beide Titel kann man nicht draufhängen, das geht leider nicht. Das ist technisch nicht möglich. Und ja, wir holen auch erstmal einen Gegenstand und hauen damit mal richtig Randy Orton auf die Fresse. Aber komm, wir holen erstmal einen Stuhl. Oder einen Tisch. Auch wenn wir jetzt hier so viele Tische stehen haben. So, jetzt haben wir ein bisschen kaputt. Ja. Es wird so aufgebaut, dass John Cena bei der Survivor Series nach dem Match Big Show gegen Randy Orton, was ja Randy Orton gewonnen hat, nicht Big Show, wo ich mir schon, ja, mein Tipp war richtig, aber wie ich Match gespielt habe, war ja ein komplett anderer Ausgang. Und ja, so, jetzt komm mal rein. So, nein, so wollte es nicht. Ja, sehr schön gemacht. So. Ja, erstmal raus. Oder, nein, scheiße. Ja, nochmal zur Geschichte. John Cena kam zu Survivor Series aus. Am darauffolgenden Montag hat John Cena gesagt, es gibt nur noch einen Champion. Er will nur noch einen Champion haben. Und damit heißt es, The World Heavyweight Champion Randy Orton gegen den WWE Champion John Cena. Und es darf nur einen Champion geben. Und das haben Triple H bzw. die Authority festgelegt, also die Autorität. Und ja. So, jetzt machen wir einen Stuhl raus, ist ja alles erlaubt. Sowieso ist eigentlich alles erlaubt, muss man ehrlich sagen, beim TLC-Match. Gibt ja keine Regeln. Quasi. So. Müssen wir mal ein paar Tische kaputt machen, ne? So. Ah, schade. Ich hab den nicht vernünftig getroffen. Oh, Moment. So, komm. Leg Drop. Ein wunderschöner Leg Drop von John Cena. Also, ich glaube, wir werden es nicht hinkriegen, wir mal einen runterschmeißen, dabei noch auf den Tisch treffen, also jetzt sagen wir, like,
Edge gegen Undertaker. Und ja. Und schön gekontert von John Cena. So. Und. Oh, schön gekontert von John Cena. Ja, und dadurch, also der Aufbau war jetzt gut. Ganz okay, muss man sagen. Man hätte es besser machen können, aber man hat es in den letzten zwei Wochen, gerade in diesen letzten zwei Wochen, einen relativ geilen Aufbau, wo John Cena einfach mal noch ein bisschen über sich hinausgegangen ist, sagen wir so. Und einfach mal die Wahrheit erzählt hat. Also eigentlich Sachen, die, also ich sag mal so, ich war nie ein großer Randy Orton-Fan, gebe ich zu. Also auch in seiner Face-Zeit, auch wenn er da auch geil war, muss ich sagen. Also er kann gut ringen, Charisma hat er, John Cena hat auch Charisma, muss man auch sagen. Ja, er hat Charisma. Und kann auch gut wresteln, er kriegt auch gute Matches hin. Und er gibt eigentlich sein Bestes, aber er ist halt nicht so like CM Punk, der beste Edeltechniker. Also, das wird er auch nie sein. Das weiß auch wahrscheinlich auch die WWE. So. Und jetzt schön gemacht. So, nochmal, ja. Also John Cena hat mir da extrem gut gefallen. Muss man sagen. Und nein, Randy Orton kontert meinen AA aus. Das ist unglaublich. Und ja. So. Ja, gut gekontert. Schon erstmal den Tisch mit. Und jetzt hauen wir ihn mal ein bisschen kaputt, ey. So. Nee, wir sind noch nicht fertig. Und jetzt, oh scheiße. Oh, schöner Side-Suplex, glaube ich, war das, ne? Nun bin ich mir nicht sicher. Ach, sagen wir einfach ein Slam. Aha. Nutze diese billigen Wörter, ey, der Kerl. Nee, den wollte ich nicht holen. Oh, schmeiß mal drauf, komm. Da ist er so gut passt. Holen wir uns erstmal einen neuen Stuhl raus. Und ja. So, erstmal ein bisschen die Beine bearbeiten. Das ist immer ganz gut. So. So, und schöner Bulldog. So, und jetzt. Ja, und jetzt ein paar Schläge. Dom, dom, dom. Dio. Oh, schön gemacht. John Cena. 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 Ein Five. Na gut. Shuffle. Jawoll. Läuft. Let's go, Cena, Cena, Son. Let's go. Cena, Cena, geil. Ich mag ihn eigentlich, muss sagen, ich bin ein Fan von ihm. Ja, ich bin ein John Cena Fanboy. Und ja, so. Ja, machen wir mal. Nein. Ja, machen wir erstmal einen schönen Fastpress. Wir versuchen mal einen direktionalen Wurf. Also. Ja, nochmal. Jawohl, sehr schön. Jawohl. Läuft. Ein AA auf dem Tisch. Net Renew. Der hätte mir auch einen geilen Konter bringen können. Wenn Johnson den AA zeigt, kommt einfach Randy Orton. Und ja. Verpasst mir einfach da so ein RKO. So. Jetzt aber Leiter gegen Leiter. Anlehnen. Okay, und jetzt, was macht er jetzt? Oh, Randy Orton, ey, da zeigt ihn wieder, dass er ein feiner Techniker hat. Und jetzt, nein, jetzt kommt der RKO. Jetzt kommt der wohl. An, nee. Wie dumm ist der? Alter. Nein, er macht ihn doch. Scheiße.
Aber solange ich in der Mitte stehe, jawohl. Five moves auf Doom. Und ja, das muss sein. Und schöner. Gut gemacht, John Cena. Ja, jetzt aber erstmal Whipping. Oh, scheiße. Ja, und jetzt? Nee, das war gekontert. Alter. Oh. So, und jetzt aber ein Five-Knuckle-Shuffle. Jawohl. Und Palm, Digga. Geht das überhaupt damit, ja? Oh, scheiße. Nein, schmeißt er mich noch raus. Ah, jetzt versucht er denn. Jetzt versucht er den Titel zu holen. Nein, 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 nein. So, jetzt komm. Also ich muss sagen, ich erwarte eigentlich ein großes Match. Also die beiden haben auch eine gute Chemie, muss man sagen. Und ja, Alter, wenn ich ihn echt mal mit einem Leiter auf den Bein haue, ey, dann wäre er locker gebrochen. Aber das sind ja Sports Entertainer. So. Oh ja. So geht das. So. Und jetzt. Leg Drop. Wunderschön gemacht von John Cena. Cena. John Cena. So, jetzt aber komm. Und ein DDT. Wunderbar ausgeführt, wunderbar ausgeführt. So. Los. So, jetzt komm, jawohl. Schön gemacht. Cena. John Cena. So. Wer kennt diesen Oh mein Gott Moment? Das ist ein neuer. Und zwar der DDT. Gegen den Kopf. Und er kommt sofort wieder hoch. Sie gehen über ihr Limit hinaus. Es geht um beide Titel. Um den Unified WWE Tag Team, wollte ich denn sagen. Ey, die in Tag Team. So, jetzt komm. Nein, Fastbreath. Ich hasse den Fastbreath, wenn er den ausführt. Hatte ich schon bei WWE 13 mal Gas, wenn er das gemacht hat. Wenn ich gegen ihn angetreten bin. So, jetzt komm. John Cena. Cena. Cena gewinnt doch nicht. Oh je. Oh je. Ach, scheiße. Jetzt macht er sein Knie. Ja, 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 ja. Und Palm. Palm. Was ist los hier? So, und jetzt. Was macht er nun? Was soll das für ein Move sein? Ich habe ihn noch nie gesehen. Okay, jetzt geht er hoch. Aber ich bin noch zu fit, ne? Jo. Okay, wir versuchen es selber. So. Greifen wir. Ziehen. Komm. Oh, scheiße. Schöne Powerbomb von John. John Cena, also. Von Randy. Boy. So. Was macht nun? Ah, ein Netbreaker. Ein Swinging Netbreaker. Wunderschön ausgeführt, muss man sagen. Und jetzt auch nicht dieser Orton Stump, ey. Der ist so mies. Einfach alle Körperteile bewabelt und dann am Ende noch am Kopf, ey. Muss doch wehtun jetzt. Auch nee, jetzt macht er so ein RKO. Och, Mann. Oh, scheiße, zu früh. Aber RKO, wunderschön ausgeführt von Randy Orton. Er hat immer noch nicht genug. Oh, Mann. Oh, ich weiß immer noch, was für ein Move ist. Habe ich noch nie gesehen bei ihm. Und jetzt. Alter, der macht mich ja komplett fertig. Soll der Scheiß.
Ja, du bist auch dumm, ne? Ja. So. Noch einmal ein Five Knuckle Shuffle. Dafür, weil du so ein Trottel bist. So, und jetzt. Und jetzt. Hol die Leiter. Hol die Leiter. So. Und Leg Drop. Und ein Leg Drop. Wunderschön ausgeführt von John Cena. Und Cena. Und nein. Ziehen runter und jetzt. Er hat ihn. Er hat den Titel. John Cena ist der Gewinner. Er hat beide Titel gewonnen. Was passiert denn? Werden jetzt beide Titel oder nur er dieser Titel gezeigt? Okay. Ja, erstmal die ganz klassische Kloppe. RKO. Ja, John Cena hat mich ein bisschen dominiert. John Cena. Randy Orton habe ich ein bisschen dominiert. Ja, hier seht schon, John Cena gewinnt. Ich bin mir echt unsicher, wer gewinnen wird. Also da bin ich eine Frage. Ich sage John Cena. Also sagt John Cena gewinnt. Schreibt mal bitte eure Tipps in die Kommentare. Und ja. Okay, wird nur ein Titel gezeigt. Aber ihr wisst ja, John Cena ist Unified WWE Tag Team Champion. WWE Unified Champion of the World. Was ist eure Meinung? Wer denkt, was meint ihr? Wer wird dieses Match gewinnen? Schafft es Randy Orton oder schafft es John Cena? Wir werden es herausfinden bei WWE TLC in der Nacht vom 15. auf den 16. Dezember. Ja, bis dahin und ciao.